Hallo ihr Lieben, ich freue mich, euch wieder heute auf meinem Kanal zu haben. Heute machen wir ein einfaches Rezept, und zwar eine Weißkohl-Hackfleischpfanne bzw. gebratene Weißkohl mit Hackfleisch. Das Ganze machen wir nach afrikanischer Art bzw. nach kamerunischer Art. Ich hoffe, das Rezept gefällt euch. Das Ganze ist sehr super einfach zuzubereiten. Ich wünsche euch also viel Spaß beim Zuschauen. Wir entfernen als erstes den Schrumpf unserer Weißkohl und schneiden wir das Ganze. Ihr findet wieder alle Mengenangaben in der Infobox verlinkt, falls ihr wieder das Rezept nachkochen möchtet. Damit das Ganze saftig wird, werden wir einen Tomatenmix vorbereiten. Dafür habe ich Tomaten benötigt, also Tomaten aus der Dose. Ihr könnt natürlich frische Tomaten benutzen, das ist euch überlassen. Püree kommt noch hinzu, das Grüne. Dann Basilikum, frische Basilikum. Spritzpaprika. Ein Mix aus Zwiebel, Knoblauch und Ingwer. Also wie gesagt, alle Mengenangabe werde ich in der Infobox verlinken. Ich habe noch dazu Chili hinzugegeben. Falls ihr kein Chili isst, dann bitte weglassen. Und dann pürieren wir das Ganze. Das Ganze ist schon püriert. Wir können jetzt mit dem Kochen anfangen. Ihr wisst schon, was ich meine, Leute. So. In einer Pfanne werden wir Öl erhitzen, die Zwiebel scharf anbraten, Hackfleisch genauso anbraten, und dann kommen unsere Tomatenmix hinzu. Damit das Ganze nochmal mehr Geschmack bekommt, werden wir ein paar trockene Gewürze hineingeben. Und zwar Kreuzkümmel, Oregano und Majoran. Die Soße lassen wir mit Deckel drauf 20 Minuten kochen, aber immer wieder zwischendurch umrühren. Mit Salz und Brühe abschmecken. Und dann fügen wir unsere Möhren hinzu und dann nochmal 5 Minuten köcheln lassen. Es ist Zeit, unsere Weißkohl hineinzugeben. Das Ganze geben wir in die Soße hinein und dann lassen wir das bei mittlerer Hitze schmoren, so für 10 Minuten maximal. Ich habe nach 10 Minuten die Paprikas auch hineingegeben. Ich habe leider den Teil nicht gefilmt, sorry. Das heißt, ihr lasst eure Weißkohl köcheln, also 10 Minuten. Und dann nach 10 Minuten könnt ihr eure Paprikas hineingeben. Und dann nochmal köcheln lassen, 5 bis maximal 10 Minuten. Und dann das Ganze ist fertig. Immer zwischendurch umrühren, damit das Ganze nicht verbrennt. Und hier ist das Ergebnis. Das Ganze war super, super lecker. Wirklich, ihr müsst das nachkochen. Ihr könnt das so essen, also das wäre eine Low-Carb-Variante. Oder mit Reis essen. Das geht ja auch. Also Leute, probiert das mal aus. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Bis demnächst. Bye.